die Deadline schon wieder nach vorn gezogen. Eigentlich sollte der Artikel doch erst morgen fertig sein. Wird wohl nichts aus meinem freien Tag. Na, zum Glück habe ich den Rechner dabei. Digitaler Wandel betrifft uns alle. Betrifft die ganze Gesellschaft und betrifft natürlich auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Beschäftigten, die Selbstständigen. Es betrifft uns alle. Die Arbeit wird wie Freizeit sein, das haben sie gesagt. Arbeiten, wo und wann ich will. Und einen Chef gibt's eigentlich gar nicht. Ich fand das toll. Mit dem Laptop in der Hängematte, Bierchen beim Teamtreffen. Tja, und jetzt sieht's so aus, dass ich gar keine Freizeit mehr habe. Aber ich kann ja fast froh sein, überhaupt noch Arbeit zu haben. Weil wenn wir von digitalem Wandel am Arbeitsplatz sprechen, dann ist natürlich erstmal das Allerwichtigste vorneweg zu gucken, wie wird Arbeit neu gestaltet und gibt es meine Arbeit dann überhaupt noch? Also das Thema Rationalisierung steht natürlich ganz vorn. Etwa die Hälfte der schwedischsprachigen Wikipedia-Artikel hat zum Beispiel eine Software geschrieben. Und früher saßen noch Fahrkartenverkäuferinnen in den Bahnhöfen. Inzwischen ziehe ich mir mein Ticket selbst, am Automaten oder übers Handy. Ach, und die U-Bahn hier, die braucht auch keinen Fahrer mehr. Spooky. Maschinen ersetzen uns natürlich schon heute in vielen Bereichen. Roboter, aber auch natürlich Software-Systeme, die typische Tätigkeiten, die wir als Menschen ausüben, übernehmen werden. Und ich glaube nicht, dass jede Tätigkeit von Maschinen übernommen werden kann. Aber es werden überraschend viele Tätigkeiten sein. Und es werden Berufsgruppen sein, die sich heute nicht vorstellen können, dass sie in 50 Jahren nicht mehr benötigt werden. Der Wandel wird doch heute schon deutlich. Es gibt immer weniger Festangestellte, dafür aber immer mehr von uns sogenannten Solo-Selbstständigen. Digitale Prekarisierung. Wir erleben, dass es zu einer Entsicherung von Beschäftigungsverhältnissen kommt. Viel mehr Solo-Selbstständige, die als Freelancer versuchen, sich in dieser digitalen Welt durchzuschlagen und ihre Arbeitsleistungen anzubieten und zu verkaufen, in zum Teil sehr unsteten Entlohnungsverhältnissen, die es nicht ermöglichen, ausreichend Rücklagen zu bilden für Zeiten von Krankheit, von Arbeitslosigkeit, von Auftragslosigkeit. Und die sozialen Sicherungssysteme sind im Moment, mindestens in Deutschland, nicht ausgelegt dafür, diese Problemlagen auch vernünftig bewältigen zu können. Und dann kommt noch hinzu, dass wir durch die digitale Vernetzung in einer weltweiten Konkurrenz zueinander stehen und uns gegenseitig in den Preisen drücken. Bei meinem Vater hat noch ein Job gereicht, um die ganze Familie zu ernähren. Mein Freund und ich arbeiten so viel, dass wir gar nicht erst dazu kommen, Kinder zu machen. Und wenn wir dann doch mal dabei sind, klingelt das Telefon. Was macht der Artikel? Wann kannst du liefern? Da fühlt man sich schon irgendwie gedrückt und kontrolliert. Aber es geht ja noch schlimmer. Ich habe gelesen, dass die Leute bei Amazon den ganzen Arbeitstag lang überwacht werden können. Über diese Handscanner. Da weiß der Schichtleiter ganz genau, wie schnell sie arbeiten und wie und wann und wo sie was machen. Wichtig wird also sein für die Beschäftigten, dass man versucht zu gestalten, wie diese Software-Systeme auf den Arbeitsalltag einwirken. Also auch in dem Sinne, wie viel Freiheiten man als Beschäftigter eigentlich noch hat oder ob man nur noch gegängelt an einem Softwareprodukt sitzt, was einem im Prinzip die Arbeitsabläufe vorgibt. Aber mithilfe von Software wird am Ende nicht nur überwacht, wie effektiv wir arbeiten, sondern es werden auch eine Menge Daten über uns gesammelt. Als Krankenpfleger und in meinem Job gibt es natürlich sehr viel Digitalisierung. Patientenakten werden zunehmend immer mehr digitalisiert und das birgt natürlich einerseits die Option, dass man sehr schnell an Patientendaten kommt. Andererseits ist natürlich auch die Dateninfrastruktur gefährlich. Es kann immer zu Datenpannen kommen. Es ist auch schon zu Datenpannen gekommen in großen deutschen Krankenhäusern. Und das ist natürlich gefährlich. Tja, aber immer nur zu jammern macht ja auch keinen Sinn. Wir müssen der digitalen Entwicklung einfach ins Auge blicken.